So Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy Tactics Advance. Oh yeah, im letzten Part haben wir die Cutscene Armada besiegt, indem wir aus ihr entkommen sind, sage ich mal. Und haben jetzt hier eine Mission vor uns, die etwas schwierig werden könnte, denn wir sind mittlerweile wirklich hart unter dem Level unserer Gegner. Und das ist nicht gut, vor allem weil Juros nicht an den Gegner rankommen. Das ist noch viel schlechter. Dominik kommt ebenfalls nicht an den Gegner ran. Okay, ich werde mal nicht zu nah dran gehen, damit nicht alle gleich auf mich zustürmen und mich dann nach und nach niederbolzen. So, aber Orsini möchte doch bitte einmal wieder einen wilden Tornado einsetzen. Einfach, weil die Attacke neu ist und sie hat so eine schöne Animation. Windschaden, meine Güte, ist doch eigentlich egal. Wusch. Und... Bäum. Ja gut, wir haben definitiv die Mehrheit davon getroffen. Was hat sie da aktiviert? What? Ich hoffe, das war nicht dieses Autoregen, aber wenn doch, war das ein bisschen viel Schaden. Warte mal, muss ich mal angucken, was war das gerade? Was hat sich da gerade aktiviert? Achso, der MP das scheinbar dazu bekommen. MP absorbieren. Okay, das heißt wohl scheinbar, dass sie die MP, die sie gerade, mit der sie gerade angegriffen wurden, ja, halt absorbiert, wie der Name schon sagt. Okay, okay, okay. Damit kann ich doch schon viel eher leben. Aber Dean, warte mal, wer ist überhaupt gerade dran? Bist du das? Ja. Okay, gut, an dich gehe ich auch mal nicht zu nah dran. Entschuldigung, da musste ich niesen. Ich mal gucken, ob ich das vergesse rauszuschneiden oder nicht. Ich sag zwar immer wieder, ich vergesse es, aber bisher habe ich es eigentlich noch nie vergessen. Naja, ist auch nicht egal. Was macht da nicht der Banga-Schreie? Schlachtruf der Banga-Krieger verursacht Schaden. Okay, er verursacht nur Schaden. Oh, wir haben das Totema wieder voll. Na gut, dann würde ich sagen, hau mal rein, Adramemel. Ja, bam, bam. Wie auch immer, großer, böser Drache, der uns bis vor kurzem noch umbringen wollte, der es aber jetzt nicht mehr möchte, weil er jetzt auf unserer Seite kämpft, um die Gegner umzubringen. So könnte ich ihn natürlich auch nennen, aber diesen Namen werde ich mir nie im Leben merken können und deswegen... Ja, stehen wir jetzt hier. Bam, 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 bam. Ah, ordentlich. Adramelch ist so viel stärker als das Muggeltor-Thema. Macht zwar auch Schaden, aber nicht ansatzweise so viel. Naja, dadurch wird das andere irgendwie nutzlos, aber da können die Muggel immerhin auch was machen. Oder vielleicht bezieht sich das, hätte ich mir vorher lesen sollen. Ah, wenn wir noch einen Banger haben, dann werde ich mal drauf lesen, ob sich das irgendwie auf die Statuswerte auswirkt, wie viel Schaden sie damit machen. Das würde mich nämlich doch durchaus mal interessieren. Hallo Kana, na, wir müssen eigentlich nur dich umbringen wollten, merke ich gerade. Das heißt, es war gerade übelst verschwendet, außer du heilst dich jetzt wieder. Nee, du heilst deinen Kumpel. Nee, du machst Hass auf ihn, das ist aber uncool. Das können wir nicht gebrauchen. Aber es ist zum Glück nur der Bischof, außer der benutzt... Moment mal, nur der Bischof. Da könnte jetzt sein, dass er einfach alle wieder heilt von seinen Kollegen. Das wäre uncool. Ich hoffe mal, dass er es nicht tut. Beziehungsweise, dass er auch keine Möglichkeit hat, irgendwie seine Kumpels wiederzubeleben. Ich freue mich schon sehr, wenn Orsini endlich ein weiteres Level-Up hat. Dann hat er nämlich zweimal die Chance, direkt hintereinander Trugbildmagie einzusetzen. Und das wäre doch wirklich fantastisch. Gilbert, ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein Messer in deinem Kreuz. Endberserker hast du, das ist mir egal. Du kommst eh nicht nochmal dran. Außer jetzt passiert noch irgendwas total überkrasses und niemand erinnert sich daran. Niemand wird es jemals erfahren. Guck mal, einfach weil ich es kann, stelle ich mich jetzt hier ins Wasser. Schön, oder? Ja, der kommt definitiv nicht mehr dran. Jurus wird ihn jetzt wahrscheinlich nicht ausnocken, denn er hält leider zu viel aus dafür. Aber entweder macht sie Dominik oder wohl eher Bellini. Außer er kommt dran und heilt ihn. Nee, er heilt ihn lieber mal. Der Dings hätte zuerst draufgehen sollen, der Bischof. Dann hätte er diesen ganzen Schmarrn jetzt nicht mehr machen können. Es kam dann wieder voll. Ich glaube, so wie das aktuell aussieht, wird der Anführer so oder so als letztes übrig bleiben. Insofern war es dann vielleicht gar nicht so falsch, dass wir Adramelch beschworen haben. Guck mal nochmal, hat Dominik vielleicht auch Adramelch? Nein, er hat nur einen Richterpunkt, okay. Okay, okay, nicht wirklich dann. Na egal, versuchen wir es einfach mal, ihn hier zu knüppeln. Hallöchen, ich habe ein Geschenk für dich, guck mal. Bam. 99, 18 Erfahrungspunkte und bitte einen Richterpunkt für mir. Dankeschön. So, und jetzt ist auch mal gleich wieder Bellini dran. Dann kann ich nämlich auf den Kopf von diesem blöden Bischof springen, damit er auch mal bitte damit aufhört, einfach mal uns die ganze Zeit hier wieder zu nerven, indem er seinen Kumpel so hält. Ja, da fehlen noch genau 2 MP. Schade, schade, nicht mehr so viele. Ich werde ihn demnächst auch mal wieder zum Schwarzmagier. Wow, das killt ihn einfach mal instant. Orsini ist so krass stark, das ist heftig. Diese Turbo-MP bocken tierisch. 10 Erfahrung gewonnen. Stufe hoch. So. Und kommen wir dran wahrscheinlich? Eher nicht, schätze ich mal.
Nein, natürlich nicht. Das heißt, er kriegt jetzt nochmal die Chance, sich zu heilen. Na, super. Nach wieder Rückzug, um sich zu heilen, garantiert. Ja, das ich hab's irgendwie schon erwartet. Super, jetzt kommt... Was kommt jetzt? Ach, jetzt heilt er noch beide. Wenn das so weitergeht, kann das noch Stunden dauern, bis wir den Typen down gekriegt haben. Nicht gut. 12 Erfahrungspunkte. Kanan, was möchtest du denn tun? Wahrscheinlich kommt der jetzt wenigstens mal näher dran. Ja, danke. Damit wir ihn niederknüppeln können. Also wir sind zwar vom Level wesentlich höher. Oh, verdammt, der hat Fliegestiefel. Er kann fliegen. Ja, mach ruhig Rasp-Sprung. Oh, er hat Drachentechniken. Und macht uns megamäßig viel MP-Schaden. Das finde ich persönlich nicht gut, denn ich hatte eigentlich vor, deine MP zu tauschen. Und ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt selber noch genug MP habe. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel ich überhaupt hier hatte, muss ich mal ehrlich sagen. So, Dean macht mal wieder das, was er am besten kann, nämlich gar nichts. Jedenfalls aktuell, wenn keine Monster da sind. Er braucht dafür seine Alchemistenfähigkeiten am besten wieder. Versuchen will ich doch einfach mal zu paralysieren, wenn man es immer so nennen möchte. Zu stunnen. Wie auch immer. Du kannst dich ja nicht mehr bewegen. Deine Zeit wird gestoppt. Das ist irgendwie, da kommt dasselbe drauf hinaus. Stopp. Ja, auf Wiedersehen. Wow, 20. Wahnsinn. Das ist das Gute, wenn man gegen Gegner kämpft, die so hart über dem eigenen Level sind. Muss man dann nochmal sagen. So, hast du noch die gleiche Ausweichchance wie vorher? Gucken wir nochmal, ob das MP erfordert. Leider, oh, 24 sogar. Oh, ja, ja, mehr als genug. Schade. Du kannst nicht mehr ausweichen, das klingt schon mal gut. Bam, 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 12. Wow, nur 12. Ich glaube, da werden wir noch einiges dran zu beißen haben. Yep, aber wir kommen mit ihm dran. Das ist doch mal schön. Warte mal, wenn er nicht ausweichen kann. Alles oder nichts. Und kabam. Das ist aber ganz schön wenig Schaden dafür, wenn man bedenkt, dass wir noch Doppelhand haben. Und generell aber gut, er ist ein hohes Level und dass er gut ausweichen, gut abblocken kann wohl er, hat er ja eben schon bewiesen. So, und einmal der Sprung bitte, nochmal auf seine Birne jumpen. Und wetten, jetzt kommt gleich der Hanswurst da oben wieder und was macht er dann wieder richtig? Alle unsere wertvolle Arbeit zunichte machen. Bellini ist aufgestiegen. Hallöchen, von Boss Tempus wieder normal. Bitte tu es nicht, Fuba. Ich mache auch keinen Namen, Witz über deinen Namen, ne? Du machst Wasserschaden, das kannst du gerne machen. Easy, aber hättest du nicht ein bisschen weiter nach rechts angreifen können, dann hättest du nämlich deinen eigenen Chef gekillt. Ja, 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 aber okay, das können wir nicht erwarten, dass er das tut, weil, wie man gesehen hat, hat er es auch nicht getan. Bim, bim, bim. 2 Erfahrungspunkte bekommen. Und fliehst du jetzt? Ist eigentlich eh egal, weil dein Chef gleich down ist. Aber vielleicht kann ich dich ja vorher auch noch knüppeln. Orsini, guck mal, sehen wir doch mal. Mit etwas Glück das Wasser, oder? Jo, das Wasser. Okay, dann gehen wir einfach ein paar Schritte nach vorne. Orsini, zeig mal wieder deine unglaubliche Zerstörungsmacht. Boah, wenn der später noch Blitzgar hat, weil wie gesagt, den Stab dafür haben wir ja schon, wird er sowas von reinhauen und ja, er killt einfach mal beide, wenn er trifft. Bam, da haben wir sogar noch das Beste aus dieser Mission rausgeholt. Ja, schön, nice. Die 18 Erfahrungspunkte. Bitteschön, schade, kein Level-Up mehr drin. Dann hätten wir das in der Tat in der nächsten Runde machen können mit den zweimal Trugbildmagie. Ich habe ein paar Fehler gemacht, ich bin am Ende. Ja, dein Fehler war, sich mit uns anzulegen. Und schön, guck mal, diese Stiefel gelten sogar, wenn er noch down ist, für seinen ganzen Körper. Sein ganzer Körper steht über Wasser. Mission erfüllt übrigens. Schön gemacht. Yay. Bellini hier gesucht war echt gar kein Problem. Ninja-Anzug und die Spiegelrüstung schon wieder. Und nur ein Wüger schon wieder. Ja, krass, da können wir doch richtig nette Sachen machen. Oh, ich sehe schon, wir kriegen ja richtig coole Antigesetze. So, wir haben jetzt total die Rüstungen bekommen. Viga, da bringt der eigentlich auch generell... Jetzt habe ich sortiert, na egal. Spiegelrüstung, möchte der vielleicht noch irgendjemand damit ausgerüstet werden? Schauen wir doch mal, was haben wir denn da? Das Problem an den Spiegelrüstungen ist natürlich, ich glaube, ich gebe sie jetzt einfach noch ihm, dass wir dann keine Heilzauber mehr auf diese Einheiten einwenden können. Nee, wer hat denn jetzt Mori, ne? Aber Mori ist, glaube ich, noch AFK. Nee, wer trägt denn die verdammte Goldrüstung? Ich habe doch gesehen, dass die gerade noch einer trägt. Bellini da wahrscheinlich. Ne, nee, der ist... Moment. Wer trägt die goldene Rüstung? Ich will's wissen sofort. Na komm schon, wer hat sie? Bim, 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 bim. Keiner von euch, keiner von euch. Da bringt's ja auch nicht, wenn du anfängst zu laggen, Spiel. Ich werde ihn trotzdem finden. Eine Spiegelrüstung, Goldrüstung. Skimble ist derjenige. Okay, ich gebe dir einfach mal das Ding. Mal gucken, ob's gut geht, wenn ich merke, okay, wir brauchen das... wir die Einheiten heilen können, wann wir wollen. Dann werde ich ihn das natürlich wieder abnehmen. Endtast. Bestienbändiger. Kannst du das schon? Wo ist er denn? Unser Alchemist da unten. Endtast. Ja, das hat er schon gemeistert. Okay, dann ist es auch egal. Noch irgendwer, der das lernen konnte? Endtast. Endtast. Und Knochenbrecher kann er dadurch lernen. Das lernt er aber, glaube ich, gerade schon.
Ich meine, das lernt er gerade, oder? Oh ja. Wer war der letzte noch? Entschuldigung, einmal muss ich noch nachgucken. Ich hab's schon wieder vergessen. Ninja und Bestie Manninger. Genau, Ninja. Und er ist gerade kein Ninja, also ist das egal. Gut, wo haben wir denn noch Missionen? Ja, hier direkt, guck mal. Direkt nebenan. Flan ausgebrochen. Dann fangen wir ihn wieder ein. Kampf! Oh, da muss ich doch jetzt schon lachen. Da freue ich mich drauf. Mir ist gerade eingefallen, vielleicht macht die Adramelch ja auch physischen Schaden. Der Adramelch, wie auch immer. Und das Muggelding, Famfrit, magischen. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Klauen, wandeln und betören. Alles nicht so schlimm, solange wir Magie mitnehmen können. Was wir definitiv können. Ich habe so das Gefühl, das wird schnell vorbeigehen. Okay, und ich möchte bitte auf jeden Fall Orsini mitnehmen. Der hatte doch gerade eben tatsächlich schon Level Up dann, oder? Habe ich das gar nicht mitbekommen? Scheinbar. Auf jeden Fall sollte er jetzt dazu in der Lage sein, zweimal Trugbildmagie anzuwenden. Klauen, wandeln und betören. Okay. Ich habe Pflanz noch nie in Gruppen gesehen. Ich glaube, wir hätten eigentlich Orsini das auch ganz alleine machen lassen können. Wenn nicht, also ich bin jetzt mal vielleicht vorsichtig mit der Aussage, aber ich glaube, eine Trugbildmagie könnte die schon alle ausnocken. Wir versuchen das einfach mal, indem wir mit allen warten. Werden wir denn sehen, ob das klappt? Wahrscheinlich ist er natürlich auch wieder mal als letztes dran. Toll. Oh, die sind hohes Level. Okay, ich nehme alles zurück. Die sind ein sehr hohes Level. Ich habe nichts gesagt. Ja, toll, oder? Wer einfach nur rumsteht und nichts macht. Aber trotzdem wäre es sehr schön, wenn... Wow, und was die für ein hohes Level haben. Ich bekomme allmählich immer mehr das Gefühl, dass wir ein bisschen schwach sind so vom Level her. Ja, bitte dürfte Orsini jetzt mal dran sein. Ich weiß, dass ihr alle ganz tolle Schleims seid und alle wahrscheinlich auch unheimlich schnell seid. Ja, das ist wohl scheinbar so sein größter Nachteil. Er ist unendlich langsam. Trotzdem glaube ich, dass das keine Herausforderung wird, ehrlich gesagt. So, das macht wahrscheinlich nicht sonderlich viel Schaden. Weil es immer nur einen Schaden macht, wenn wir physisch angreifen. Ja, genau deswegen. Aber wir kriegen nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Gib mir die Erf. Bitte, ich möchte, dass Orsini dran ist. Komm schon, lass sie nicht als allerletztes ziehen. Das wäre unfair, und so lange auf die Folter zu spannen. Vor allem wäre das ziemlich gefährlich, da er eventuell dann gar nicht mehr lebt. Wieso trifft er nur zwei? Bist du doof? Oder hat der Magiespiegel drin, der andere, und ich habe das gerade noch nicht im Kopf? Ja, super. Super klasse. Bitte, Orsini. Darf Orsini jetzt was machen? Bitte? Oder sind die anderen beiden auch nochmal vorher dran? Ja, danke schön. War doch mal Zeit. Trugbildtalent, wilder Tornado. Das zieht auf jeden Fall allen was ab, weil es sind ja Element Pflanz, also Eis, Feuer und Blitz. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall keine Eis, Feuer und Blitzmagie verwenden, weil sonst heilen wir einen von denen, also manche von denen, wie auch immer. Ja, wie schon erwartet. Das killt sie nicht instant, aber macht auf jeden Fall ordentlich Schaden. Das möchte man mal nicht umstritten. Das ist mal unumstritten. So, und ich stelle jetzt mal ein bisschen weiter weg, damit er das gleich schön nochmal machen kann. Dadididam. Wow. Die haben ein recht hohes Level. Ich kann es nur noch mal betonen. Gefährlich. Wir hätten nur Magier mitnehmen sollen bis hierhin. Ich hätte das, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Schauen wir doch mal. So, was haben wir mit dir? Gordianus. Interessanter Name. Wer gibt so einen Schleim eigentlich Namen? Sind das die Eltern von denen? Und woher wissen wir den Namen dann? Hallo, das ist mein Blaumagier. Den kannst du ruhig... Magie angreifen, wie du willst, das wird ihn relativ wenig interessieren, denn er hat diesen wunderschönen MP-Schaden Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Da, er kriegt MP-Schaden auf jeden Fall. Und er hat sogar einen Spiegel. Verdammt, das war eine schlaue Attacke von ihm. Oh, in dem Zusammenhang ist es echt uncool, dass wir ihn hier mitgenommen haben. Ist Kontrolle verboten gewesen? Ich weiß es gerade nicht. Wandel war verboten. Kontrolle war sogar empfohlen. Ja, das ist natürlich umso besser. Dann würde ich nämlich sagen, Hallöchen, du da hinten, na? Kontrolle, Flan. Nehmen wir dich einmal, oh Gott, nur 50% Erfolgschance, ist nicht gerade viel. Aber vielleicht trifft's ja. Es hat getroffen. Sehr gut, und jetzt müsste er nur noch vor Ossi... Boah, 32, heftig. Kann ich bitte noch ein bisschen länger auf die einkloppen? Die bringen so wunderschön viele Erfahrungspunkte. Hallo, Jurismann. Gut, dann schauen wir nochmal, ob wir noch irgendwas anderes mit ihm machen können, was dann eventuell auch hilft. Furchteinflößender Blick, verwirrt das Ziel. Senkt Magie, hochjagen. Wir können uns hochjagen. Guck mal hier, das macht auch. Das killt ihn sogar. Das spare ich mir mal auf für demnächst. Säure. Magiehammer. Ja, das nützt nicht sonderlich viel.
Gut, versuchen wir bei den Stärksten hier irgendeine zufällige Statusveränderung drauf zu knippeln. Hier, spuck ihn an, wie auch immer du das machst. Bäm, er wirft einfach einen Säureblock auf ihn. Naja, jedenfalls hat er es versucht. Er hat leider nicht getroffen. Okay, dann müsste Orsini jetzt gleich nur nochmal dran sein. Dann wäre ich wieder unglaublich fröhlich. Wie viel hast du denn verloren bisher? Null. Das ist natürlich doof. Wobei, ich glaube... Nee, halt. Ich werde mit Skimble, glaube ich, möglichst weit von denen weggehen. Aber ich werde erstmal raspeln, um die ein bisschen... Nein. Okay, Skimble, weg mit dir. Du heilst die nur. Wenn die dich angreifen, dann nicht gut. Ja, für so einen Fall ist es in der Tat ziemlich schlecht. Da werden wir direkt davon überzeugt, dass es nicht Mama Flan. Ach, die hat denen wohl die ganzen Namen gegeben. Könntest du nicht ein bisschen weiter nach links gehen, damit du deinen eigenen Flan noch ein bisschen triffst? Wow, das ist viel Schaden. Das ist mir eine Spur zu viel Schaden. Aber es ging daneben. Da. Blitzke. Auf jeden Fall eine sehr geile Animation, wie ich gerade gesehen habe. Schön. Sehr, sehr hübsch. So, jetzt müsste bitte mal der Flan da oben links drankommen, damit ich die da unten mal schön angreifen kann. Und dann kann unser Trugbildmagier gleich noch wunderbare Sachen machen. Greifst du ihn normal an? So, du greifst ihn an. Was habt ihr gegen Dominik, Mann? Nur weil das ein Gladiator ist und er sich nicht wehren kann, weil er nur physisch angreifen kann. Das ist aber nicht sehr nett von euch. Wobei ich vielleicht mal die Elementarschwerter ausprobieren sollte. Vielleicht machen die ja mehr Schaden. Wobei ich glaube, die kriegen wirklich generell einfach keinen Damage gegenüber physischen Attacken. Wir können es aber trotzdem mal probieren. Guck mal, Niederschlag macht bestimmt 1. Nee, 2. Fantastisch. Guck mal doch mal. Du hast dann Eis als Schwäche, ne? Nee, gut, komm. Was soll man, was will man machen? Wir haben ja keine Wahl. Machen wir ihn immer 2 Schaden. Yay! Wenn wir treffen. Ja, gut, dass ich das noch angefügt habe, denn das ist ein sehr sinnvoller und wichtiger Fakt bei dieser kleinen Geschichte hier. Gut, wenn wir da hinten rankommen, bin ich allerdings sehr zufrieden. Frost. Oha, du hast sogar Eis gar. Wir kommen... Nein! Gerade so nicht an diese Einheit ran. Na gut, dann werden wir auf jeden Fall erstmal diesen Feuertypen da ausnocken. Weil der wird das definitiv nicht überleben. Eisgar, nochmal ein paar MP verschwenden auf jeden Fall dabei. Schön. Boah, 160. Eieiei. Das tut weh. Bam. Und kapam. Oh, eine coole Animation. Aber Blitzgar hat eine definitiv coolere Animation. Schade, dass die Erfahrungspunkte nicht an Dean gehen, weil er immerhin kontrolliert. Aber gut, das wäre vielleicht etwas zu krass. Orsini, walte mal wieder deines Amtes. Mach mal Erosion. Das sollte auch allen viel Schaden machen. Also genauso viel wie der wilde Tornado. Weil es Erdschaden ist. Bam. Und alles geht mal wieder kaputt. Wir teilen die Slimes einfach. Nee, wir teilen nur den Hintergrund, auf den sie stehen. Okay, bitte killt ganz viele davon. Einer nur. Das ist etwas ernüchternd. Aber du kriegst immer 30 Erfahrungspunkte dafür. Wow. Sehr, sehr schön gemacht. Und wir stellen dich mal ein bisschen näher hin. Man kann ja nie wissen, Mann. Wetten, der heilt sich jetzt wieder selber, weil er auf irgendwelche magische Art und Weise an Skimble rankommt. Er greift ihn normal an. Er hat eine 0%ige Chance zu treffen. Ja, das lohnt sich ja fast. Achso, dank Gegenschlag. Aber er ist leider ausgewichen. Schade. Okay, Dean, ich brauche dich nochmal. Beziehungsweise dich ganz kaputten Slime da. Flan, wie auch immer. Wie heißt du denn überhaupt, mein Kleiner? Ich kann leider deinen Namen gerade nicht angucken, deswegen muss ich dich leider jetzt nur mein kleiner Schleimi nennen. Das hat auf jeden Fall wieder geklappt. Sehr, sehr gut. Na gut, das Übernehmen selber bringt auf jeden Fall genug Erfahrungspunkte, wie man gerade gesehen hat. Ja, Skimble, du bleibst mal da hinten, sorry. Du musst dich jetzt einfach nur verstecken, so leid mir das auch tut. Und ich würde mal glatt sagen, ich weiß schon, was ich mit ihm jetzt mache. Bäm, Achtung, hochjagen. Ja, guck mal, ordentlich, damit kann man doch was anfangen. Hochjagen und kaputt. Bäm, er opfert sich für seinen Clan. Bäm. Und tschüss, ihr zwei. Miau, miau. Ich frage mich, ob jetzt... Genau das wollte ich gerade wissen, ob das jetzt auch nochmal funktioniert. Ich hoffe nur, dass der Ring jetzt nicht weg ist, weil das wäre doof. Weil ich wollte damit eigentlich Roulette lernen irgendwann von den Augen. Weil dafür muss ich das Ding haben, weil er muss dafür von besiegt werden, um dann direkt wiederbelebt zu werden, damit er es dann effektiv gelernt hat. Ist ein bisschen umständlich, aber anders geht es leider nicht. Dim-bidim-didim. Jetzt das Problem, wie soll ich den jetzt down kriegen? Hier, greif mal den da an. Also mit einer ganz normalen Attacke. So, bitteschön. Einmal angreifen. Bäm. Yay, ein Schaden. Nice. 32 Damage wieder. So, der hat wahrscheinlich nicht genug, um anzugreifen mit irgendwelchen Magie-Sachen. Nein, brauche genau einen mehr. Das ist aber schade. Das ist aber schade, du. Dam-bi-dam. Ich übernehme ihn lieber zur Sicherheit noch einmal.
Flan, bitte einmal übernehmen. Man kann ja nie genug Flans quasi haben. Ich habe immer noch keine Idee, wie du jetzt heißt. Ich gucke, ich achte mal hier drauf. Diesmal hat es aber leider nicht getroffen. Schade, hat keinen Bock mehr auf uns. So, wie heißt du? Du heißt Rakim. Okay, lieber Rakim. Danke, dass du uns ausgeholfen hast, aber wir benötigen deine Dienste jetzt leider nicht mehr. Aber leider komme ich auch nicht an dich ran. Das macht es etwas unpraktisch. Komme ich mit irgendwas anderes an dich ran? Ja, mit dem Magiehammer. Der macht zwar nicht viel Schaden, aber hey, wir kriegen immerhin ein paar Erfahrungspunkte. Kabam. Bam. Ein Schaden, yay. Du hast ein MP weniger. Damit wirst du nie wieder was reißen können. Aber es hat Juris zum Aufstieg verholfen. Insofern kann das ja nicht so verkehrt sein. Ich hoffe nur, dass er jetzt einfach irgendwie sich in eine Ecke stellt und dann sich lustig fröhlich wieder hochreilt. Aber dafür haben wir dann ja Osini, weil der ist dann wieder voll. Und dann sollte ein Blitz auch ausreichen, um ihm Schaden zu machen. Sorry, Skimmel, du kommst immer noch nicht zum Zug. Hallöchen, bitte einmal, oder? Wir versuchen es mal. Blitzschwert, komm, sei effektiv. Naja, not really. Not really. Bam. Naja, immerhin noch ein paar Erfahrungspunkte abgesahnt. 32, um genau zu sein. Heftig. So, und er ist direkt wieder dran. Das ist sogar umso besser. Blitz. Jupp, das sollte ausreichen. 94 mit dem ganz stinknormalen Blitz sauber. Das würde Montblanc nicht mal mit Blitz gar hinkriegen, glaube ich. Yay, und kaputt. 30 Erfahrungspunkte. Sind hier aufgestiegen. Noch mehr MP für ihn. Bedeutet das schön, schön, schön. Und ein Richterpunkt abgesahnt. Ja, Leute, so muss das laufen. Ich muss den Grund dieser Plage herausfinden. Ja, mach das später. Ein andermal, wenn wir gerade nicht aufnehmen. Also gleich, weil die Aufnahme ist gleich vorbei. Die Mission erfüllt. Ja, schön ist das doch, oder? Nice. Dien hier, Flanausbruch. Oh, Ketzerzepter. Das reimt sich. Dien vorausgefunden. Was hat er gerade gemeistert? Dien hat das gemeistert. Hab ich das richtig gesehen? Viele Objekte, Farbmagien klingen, nö. Jupp, Hallöchen, Mori hier, Zollindolch, direkt wieder neue Sachen um was zu lernen, meine Güte, ist das denn so schwer? Cool, leider Sumpf, nur noch 16 Gebiete frei, wir haben übrigens schon lange nicht mehr, sind lange nicht mehr angegriffen worden von irgendwelchen komischen Sachen. So, wir haben neue Waffen bekommen. Was machen diese wunderbaren neuen Waffen denn so? Die machen nämlich, wenn wir da mal ankommen nach 5 Jahren, oh, schade, leider nichts und auch leider nichts. Oh, das ist aber ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So ein Pech aber auch. Dippedippim. So, ah ja, genau. Ich wollte noch gucken, ob der Ring wieder da ist oder noch da ist. Also ich hoffe, ja, er ist noch da. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, das war Final Fantasy Tactics Advance für heute. Im nächsten Part geht es hier weiter. Wir haben noch einige Missionen zu erledigen. Bis dahin, ciao.